Jetzt habe ich noch einen zweiten Lapsus begangen, indem ich dem Sauhirten Eumaios des Odysseus zu Eumenos gemacht habe. Man erinnere sich an den Diskurs Lacans über den Erastes und den Eromenos aus dem Symposion-Diskurs, wobei diese trickreiche Dialektik verwandt wird, dass es nichts Besonderes sei, wenn der ältere Liebhaber den hübschen jungen Geliebten avisiert, aber es von höchster Arete wäre, wenn der junge Geliebte den Liebhaber begehrte. Im Diskurs zwischen Sokrates und Alkibiades. Hallo Polly, wie geht's?